Ich habe einen eher ungewöhnlichen Lebenslauf. Ich komme eigentlich so aus einer ganz typischen ArbeiterInnenfamilie. Also Gymnasium war gar, also das war irgendwie gar nicht Thema so. Also nicht irgendwie, weil meine Leistung schlecht war, sondern so typisch ArbeiterInnenfamilie halt. Und genau, es ging darum Sicherheit, also mache eine Ausbildung. Also habe ich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Genau, als ich meine Fachhochschulreife hatte, habe ich dann angefangen zu studieren. Ich habe dann irgendwie auch das Naheliegendste studiert, also International Business, so BWL studiert. Oder es war BWL, VWL. Und habe irgendwie mir nie die Frage gestellt, was mich wirklich intrinsisch motiviert oder was mich wirklich interessiert. Auch wenn ich das wahrscheinlich wusste, aber ich habe es mich nie getraut, das wirklich umzusetzen. Genau, und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, dass das Studium gar nicht so, also viele Themen, die mich selber beschäftigen, so vor allem so auch in der VWL irgendwie da nicht, dass ich die da nicht wiederfinde. Und ich habe nach einem Masterstudiengang gesucht und habe irgendwie viel gesucht und habe dann bei der HFGG gefunden, dass irgendwie auch Themen behandelt werden, wie zum Beispiel Gender Equality, feministische Ökonomie, Berufsökonomik oder vor allem so feministische Ökonomik und Gender Equality haben mich dann sehr interessiert. Das waren so Themen, die mich angesprochen haben und die dann so geführt haben, dass ich hier hingekommen bin. Genau. Was hat sich während deines Studiums an der Hochschule bereits verändert für dich? Mega viel auf jeden Fall. Also einerseits, dass ich mich mehr Traum mit einzubringen, da ich mich im akademischen Kontext immer recht unwohl gefühlt habe oder nicht zugehörig. Und hier kann ich mich viel mehr mit einbringen. Das ist echt so ein empowerndes Gefühl, dass auch mein Wissen oder auch mein Erfahrungswissen und so also einen Wert hat und auch wertvoll ist, gehört zu werden. Das ist auf jeden Fall echt schön und ich traue mich viel mehr mit einzubringen und auch vor allem mich mit Themen zu beschäftigen, die mich interessieren und ich dabei unterstützt werde. Also, dass ich mich jetzt zum Beispiel mit feministischer Ökonomik oder feministisch-ökologischer Ökonomik beschäftige oder jetzt bald mich mit der feministischen Mobilität da ein Forschungsprojekt machen kann. Genau, also es ist so eine Mischung aus, ich kriege sehr interessanten Input nochmal und kann mich dann mit Themen beschäftigen, die mich also einfach intrinsisch motivieren und werde dabei unterstützt, auch zum Beispiel in Forschungsprojekten. Genau. Schön.